Da, das Ding da, da Ach so, kannst du hoch, da. da kannst du stehen. So, und dann von da aus kannst du dich runterrutschen lassen und dann springen. Jetzt bin ich runtergerutscht und jetzt? Auf die andere Seite, Junge. So, warte mal. Du musst ja schon auf die Ey! Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario 64. Wir spielen weiter hier in dem Grusel-Level. Ich hoffe, es ist aber nicht zu gruselig für euch. Weil Twilight, Fox und ich, wir halten zusammen, damit es nicht so gruselig für euch ist, wie dieser gruselige Block, den wir schnell töten müssen. Den kannst du nicht töten, du kannst den nehmen und dann springst du mit dem herum. Das ist eine Sprungkiste. Was? Der gibt Münzen. So, warte mal, welchen Stern machst denn du jetzt eigentlich? 8 rote Münzen. Ach so, Leute. Und ja, Fox und Twilight sind dabei. Ihr wisst den ganzen Scheiß, da wir immer mal 40 Koko-Untertoren haben. In der Beschreibung sind die Koko-Untertoren und alle Let's Player, die auch super Content machen. Ich kann ja mal, solange du hier laberst, mal ein bisschen was über die Welt erzählen. Denn diese hat in der Beta ein paar nette kleine Cuts bekommen und hat auch einen, naja, ich sag mal, ein nicht so... schweres oder zum einfaches zu entdeckendes Secret, nämlich sollte es eigentlich ursprünglich in auf dem Schild vor der vor diesem Schloss oder was das auch darstellen soll draufstehen, wenn du es hier lebend rausschaffst, bekommst du eine Ghoul-Medaille. Das ist ein gescrappter Text aus dem Beta-Game von dem Mario 64. Und Nintendo hat es irgendwie witzig gefunden, manchmal eine low-pitched Buhu-Lache einzubauen, wenn man da langläuft. Das hört sich auch ein wenig verstörend an. Soll ich das einblenden oder was? Kannst du mal machen, wenn du einen Clip findest. Kannst du mir einen Clip schicken? Ganz ehrlich, ich habe die irgendwie bei den normalen Durchspielen nie gehört. Ich schon, warte mal. Ich kann dir ja mal die Buhu-Lache schicken und du pitchst die einfach mal ein bisschen down. So, warte mal. Ist hier eine rote Coin noch drin? Nein, Nein, tatsächlich nicht. Ach so, nee, das war wegen dieser anderen Kappe da. Ja, genau. Ich habe das halt eben durch. Video von Vic bzw. Applali halt eben herausgefunden. Aber ja, vorher kannte ich die Lache selbst noch nicht. MP3. So, sorry für die Unterbrechung. Fox ist leider ein bisschen leiser als Twilight, deswegen muss ich jetzt mal ganz kurz den Sound ein bisschen abstimmen. So. Oh, Bruder, ich hab mich erschreckt. What the fuck, wieso haben wir das gehört? Ich weiß es nicht. Hast du mich, wie laut hast du mit dir dein MacBook, Junge? Ich habe meine Kopfhörer eingesteckt. Was? Was? Scheiße. Du hast einen Apple-Kopfhörer, da hörst du alles durch. Das ist ja ganz los. Okay. Hier ist wieder das Keyboard. Das Keyboard können wir nicht besiegen, ne? Nein. Das Keyboard. Kannst du ja dann vorbereiten. Steh, nimm den Red-Color weg hier. Ich bin am Tür. Ich bin in der Tür abgeprallt. Jo, Mario hat auch manchmal das Bedürfnis zu bomben, einfach so. Die Stühle kannst du nicht töten, aber dafür die Bücher, die aus den Bücherregalen kommen, indem du einfach unter sie, also beziehungsweise unten drunter. Da ist auch noch eine Red Coin. Rückwärts sollte hoch. Ja, bin dabei. Oder tritt einfach gegen das Buch gegen bei, die bringen 5 blaue Münzen. LOL. Okay, Junge. Das kannte ich auch noch nicht. Warte mal, ich hab noch einen anderen Trick. Fox, welche Schuhgröße glaubst du hat Mario? Was? Welche Schuhgröße glaubst du hat Mario, dass er eine rote Münze einfach schon mal durch einen einfachen Sprungkick einsammelt? Warte mal. Ja! Ich sag, es ist eine lockere 45. Oh, das gibt's doch nicht! Mach doch einfach einen Seitwärtssprung! Ja, bin dabei! Ich will den ja die ganze Zeit machen! Oder duck dich und spring! Den wollte ich nie, egal. So, gibt's hier sonst noch irgendwas in dem Raum? Nö. Gut, dann geht's weiter. Den hast du jetzt zu 100% abgegrast. Perfekt, wir haben 3 lila Coins. Rote Münzen. Lila Coins vor allem. Ja, Mario Odyssey und Mario 64 gleichzeitig zu Let's Play ist manchmal nicht so das Beste. Stell dir vor, du hättest jetzt mal Galaxy Let's Play, da hättest du einfach gehabt. Hier ist auch noch mal eine rote Münze und ein Buhu mit blauen Münzen und ach, scheiße, ich hab mich gerade verjagt, weil mein Handy geklingelt. Ich sollte meine Klinge so stellen.
Warte mal, unten war ja der Bossfight, da können wir nicht hin und wieder hoch, ne? Doch über das Haus. Ey, das kann's doch nicht sein! Ja, warte, bis der Wut. Genau. Ja, wir haben schon gleich die 100 gelben. Ja. Worauf ich auch abziehe gerade die ganze Zeit. Alles gut, du kommst wieder hoch. Hoffentlich. Du läufst da jetzt einfach nicht in die Tür rein. Hä, wie? Geh einfach wieder raus. Und jetzt lauf diesen Metallpfad entlang. Auch, Münzen sammeln, die droppen hier auch blau. Ja, deswegen wollte ich da auch echt erst rein. Echt, spawnen die hier nochmal? Ich hab in Erinnerung, die spawnen hier nicht nochmal. Die spawnen nur missionsspezifisch. Glaub schon. Ich sage, die spawnen missionsspezifisch. Oh! Der unseriöse Bildautor hängt wieder raus, ne, Twilight? Nein. Ich hab, also, wo ich das ausprobiert hab, sind sie bei mir nicht gespawnt. Ja, klar, du mit deinen Cracked Versions da. Nein. Mann. Bald nur noch Solo-Aufnahmen mit Fox hier. Was soll ich denn sagen? Ich habe dieses Karussell nie besucht, weil ich das immer, sobald ich da meine Münzen durch hatte, bin ich in den nächsten Raum gestiefelt. Mich wie du da runter. So, warte mal, jetzt haben wir schon eine. Ah, jetzt kommt noch der Dicke. Der Dicke. Den kannst du ignorieren. Einfach raus. Ach so, ja, der bringt ja nichts. Das ist der Papa. Der Papa. So, der Papa, buh. Ja, das vorher war die Mutter und das ist jetzt der Papa. Oben ist dann die Mutter. Die Oma. Nein, das war... Die schimmelt dann da mit Gürtel. Warte mal, wie komme ich hier da hoch? Ja, andere Richtung, du bist falsch gestiefelt. Oh. Immer wenn ich irgendwie so einen schmalen Spalt... warte mal kurz. Also immer wenn ich einen Abgrund sehe und dann da irgendwie so einen schmalen Gang... Dann denke ich immer an den Domtendo-Fail, der so legendär ist mit diesem Nein, du spast! Ja, genau, das war in der grünen Giftgrotte im Keller. Da ist er gegen einen Scuttlebug gelaufen, so heißen übrigens diese Käfer, die da rumlaufen. Das war sehr bitter. Selbst ich habe da gesessen und dachte mir so, au. Weil die 8 roten Münzen gleich die 2. Mission in der Welt sind. Und sie sind scheiße! Bei rote Giftgrotte? Grüne Giftgrotte, nicht rote. Ach so. Oh, scheiße. Ben um das Auge rumlaufen. Ach so. Wenn er dich halt eben sieht. Ja, oder du könntest es einfach machen, wie Musti dich treffen lassen, ducken und dann einfach irgendwie im Kreis da so rumdingsen, habe ich mal ausprobiert. Bei mir hat es nicht funktioniert, empfehle ich dir nicht. Mach's so. Let's go. Gut, dann 83 Coins. Du könntest es dir jetzt sogar noch schneller machen. Du könntest jetzt noch die gelben Münzen noch schneller holen. Nee, ich möchte jetzt erstmal die roten haben. Gibt's hier noch welche? Nö. Ah, ich glaube, den Geist hier hast du noch nicht. Deswegen, und den würde ich empfehlen, bevor er aus diesem Gitter da rausglitscht, die blaue Münze mitzunehmen. Genau. Gut, dann haben wir jetzt nur noch die Treppe. Warte mal, sind wir denn jetzt gelandet? Da. Ja, Und guten Rutsch. Nein, alles gut. Du kannst auch direkt jagen. Ich hab extra für solche Dummheiten extra immer Safe-Sets. Ich nicht. Gut, ja, du machst deine Safe-Sets auch mit der Maus und irgendwie klickst du dann da rum. Das ist auch immer ganz komisch. Okay. Wo gibt's noch rote Münzen? In einem Raum, da gibt's Särge, die klappen sich nach oben, da findest du eine rote Münze. Auch in der oberen Etage. Finde ich hier auch welche? Nein, da nicht. Mann. Also die beiden Türen kannst du jetzt außen vor lassen. Die jetzt auf der Seite kommen, untersuchen. Alle? Alle. Ja, außer jetzt die da. Alle 20? Nein, da ist eine rote Münze. Boah, sollte ich da schon runter? Ja, kannst du machen. Ja, die kannst du mitnehmen, Mann. Blau Münzen. Auch noch 10 Münzen. Warte mal, die haben wir doch vorher gar nicht getötet. Ja, er hatte das sogar. Ey, Leute, hätte er wirklich glatt 100. Let's go. Wir haben es. Ja. Easy. Oh shit! Das ist cool. Clean, Mann. Damit haben wir den nächsten Stern. Ja, speichern bitte. Und ja, hier gibt es nur einen Ausgang. Einmal raus, bitte. Ach so, doch, hier waren wir schon. Wo? Ja, deswegen das unten. Jetzt oben sind die letzten roten Münzen. In dem Raum vielleicht? Ja. Das ist der Raum mit den Särgen. Mit dem Särgen? Heißt das wirklich Särgen? Ja, Särgen.
kannst du gerne googeln, ich habe recht. Säge. Säge? Nee. Das Sage? Säge. Griechische Sagen. Nee. Gut. Ja, da kannst du jetzt, die Klappe ist jetzt nach oben. Da ist eine rote Münze. Ja. Vielleicht ein bisschen schneller. Ja, das hat mich gerade ein bisschen geflasht. Ja, ich... Mehr geflasht als das Klavier. Nein! Ich bin gestorben. Na so, gut, ein Galaxy ist ein zerquetscht. Ja. Digga, bin ich doof? Okay, warte mal. Wir haben jetzt 7, ne? Ja, und eine fehlt ja noch und ich weiß, wo sie ist. Keine Sorge, geh aus der Tür raus und dann die Tür, die neben dem Raum ist, rein. Also jetzt, jetzt geradeaus, dann von Mario aus gesehen rechts. Und dann jetzt da auf diesen Balken, ja, beziehungsweise ja, wow. Da, ja genau. Ja. Du erklärst es immer echt für Idioten, danke, Mann. Du kennst die Maps nicht, ich schon. Wo ist der Stern mit gespawnt? Raus, jetzt auf derselben Etage. Ah, ich weiß, wo der ist, ich weiß, wo der ist, ich weiß, wo der ist, der ist hier, ja. Richtig. Seht ihr, ich kann auch was. So. Habe ich auch nicht, ich habe nie behauptet, dass du nichts kannst. Ich kann irgendwann auch so als Genius Co-Kommentator bei Mario 64 bei euch mitmachen. Sag ich auch mal, das ist falsch und das ist falsch. Ich, also, gut, okay, haben wir denn alles in dem Land jetzt abgeschlossen? Ach, nö. Nee, noch nicht. Alter, was noch ist nicht. Da alles los? Ich hab doch gesagt, dass es kurz und knackig ist. Jede Welt hat 6 Sterne plus den roten 100 Münzstern macht 7 Sterne insgesamt. Und der auch hier 7. Ja, jeder Kurs bis auf die Spezial, also außer die Bonuskurse, was? Die haben. Spoiler. Bonuskurse haben immer nur 1 oder 2 Sterne. Also ach so, ich dachte, es gibt eine Sternwelt oder so. Nein, das nicht. Um Gottes Willen. Gut. Außer du bezeichnest den letzten Kurs, der straight up aus der Hölle kommt, als Sternwelt, dann ja. What the fuck? Ich hasse ihn. Okay, wir müssen auf den Balkon klettern. Ah, das ist einfach. Dann musst du jetzt wieder in den Raum gehen, wo du die letzte rote Münze gefunden hast. Ja, das, und das ist tatsächlich sogar praktisch, dass du da an dieser Tür bist. Oder muss ich darüber zu dem anderen Ding? Nein, naja, pass auf. Und siehst du dir diesen Holzplattform? So, da denkst du dir jetzt erstmal, was ist denn da los? Mach mal einen Wandsprung an dieser Wand da. Ja, ja. Du musst auch schon. Ja! Warte kurz, ich muss kurz testen, ob das wirklich eine Wand ist. Das ist eine Wand! Das ist eine Wand. Ja, warte. Okay, es ist eine Wand, alles klar. Siehste? Okay. Ja, und da kommst du an, da oben geht's zum Balkonien. Ja! Alter, wie soll man darauf kommen? Ja, Nintendo Hotline, die es damals gab, bei der Nintendo anrufen musste, weil er den Stern bekommen sollte. Was? Ja. Really jetzt? Ja, hat er erzählt gehabt in den Let's Play von Mario 64, dass er bei der Nintendo Hotline anrufen musste, weil er nicht wusste, wie er den Stern bekommen hat. Dasselbe auch bei Mario Sunshine. Nee, das war ja bei den Booms Fortress mit der Wand. Oh! Ja, das auch, aber auch bei dem Stern musste er anrufen. Einfach anrufen, Digga. Also ich habe auch davon gehört, dass es sowas damals gab, aber das ist ja so lustig. Die ist übelst teuer aber gewesen damals. Junge, stell dir vor, du rufst irgendwo. Das ist krank. Heutzutage Internet, Junge. Ja. Ja, ich glaube, du rutschst runter. Nein. Ich rutsche nicht runter. Doch. Ich rutsche nicht runter. Ich kann fliegen. Ich würde dir empfehlen, da ist ja auf dem Zwischendach ist ja eine gerade Ebene. Also, nein, ich möchte den harten Weg machen. Bitte was? Nein, ich nehme den leichten. Ja, ich also zu Marios Rechten ist ein Zwischendach, da kannst du landen. Ja, ich bin also, dabei. Er kann wo willst du hin? Ja. Ja, ich versuche mich in Marios Perspektive reinzudenken. Okay, Mario, du. Hä, da komme ich doch gar nicht hoch. Doch nicht da, Junge! Welches da, Zwischendach? Das Ding da. Da kannst du hoch, da kannst du stehen. So, und dann von da aus kannst du dich runterrutschen lassen und dann springen. Jetzt bin ich runtergerutscht und jetzt? Auf die andere Seite, Junge! So, warte mal. Du musst das schon auf. Ey! Er versucht sich zu retten. War tatsächlich sogar ein guter Anlass. Junge, wie ich da 15 Kilometer entfernt von der Kamera einfach bin. Nein! Ja. Ey, das passiert, wenn man 15 mal Safe State macht in einer Sekunde. So, und jetzt kannst du dich davon eigentlich runterrutschen lassen und dann getimed springen. Ja!
Warte. Coins. One-Up. Ah. Das ist ein One-Up. Let's go. One-Up ist doch nur was für Loser. Boah, Junge! Das war ja so close. Ich bin runtergesprungen. Ah, Mario macht Kamikaze, Alter. Oh, shit, Mann. So. Alles klar, damit haben wir alle Sterne abgeschlossen. Nee, ich glaube, da gibt's noch einen. Ja, aber den kriegt er nicht, weil er dafür die Unsichtbarkeitskappe braucht. Siehste, daran habe ich gedacht. Okay. Also, das heißt, du könntest jetzt schon zu Bowser steppen. Ja, das machen wir jetzt auch, Leute. Das ist finale Part. Nein. Wo geht's denn jetzt hin? Es gibt doch oben, da wo auch die Rutsche ist, so eine große Sternentür. Also jetzt in der Castle Lobby. Castle Lobby? Ja, du gehst jetzt, ja, durch die Tür ja, wieder durch. Und dann die Castle Lobby, als wäre das hier so eine Party Station. Ja, und da ist diese Sternentür und da kommst du zu Bowser. Links? Links. Ja. Geil. Jetzt geht's los. Oh, ich brauch die Musik dazu, sonst kann ich das nicht fühlen. Sag mir Bescheid, wenn du drin bist. Ich mach grad Apple Music. Die mystische Kraft der Sterne öffnet dir die Tür. Was? Wieso steht da nicht, öffnet dir die Tür? Ja. Und da ist Peach. Patch. Und jetzt pass auf. Wow. No. Dam, dam, dam. Okay, hat gestartet, Twilight. Ich wusste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du solltest öfter auf deine eigenen ulkigen Füße schauen. What did you say? Und die Musik ist einfach nur genius. Die Musik ist einfach episch. Warte, ich muss die lauter machen. Ich höre die Combo. Ach so, ja, und du musst rote Münzen sammeln. Alles gut. Was tickt da? Ja, der Münz, ja, der Timer für die Boxen. Durch den Schalter gespawnt sind. Es gibt zwei Boxen, du musst einmal zum Start und einmal die holen. Okay. Also aktivieren den Schalter und dann da zurück, wo du gespawnt bist. Da spawnen nämlich dann auch nochmal Kisten. Und wenn der Timer abläuft, sind dann die Kisten weg. Noch mal drücken. Und was machen die Kisten? Blöcke erscheinen. Ja, aber ich meine. Achso, nee, da geht's gar nicht weiter. Ja, mach einen Seitwärtssprung. Ja! Warte. Easy! So soll's sein. Okay. Geht weiter. Ich muss den die ganze Zeit aktiviert halten. Nein, alles gut. Nein, jetzt nicht mehr. Achso. Jetzt ist er irre unnötig. Okay. Dann. Wow. Warum sind die alle hier so feurig unterwegs, Mann? Gibt's hier auch nur 100 Münzenstern? Nein. Nein, nur 8 rote Münzen. Ach, außer in der DS-Version, dafür gibt's dann noch einen Stern für einen Sternschalter. Ich habe noch nie so eine schöne Kameraperspektive gesehen. Oh mein Gott. Okay. Alter, der... Und glaub mir, wenn du Galaxy gespielt hast, wird dir der Soundtrack nochmal bekannt vorkommen. Ich möchte den Gumma töten. Ich möchte ihn... töten! Ja! Ich hab ihn... Fox, ja, hast du auch gerade den einen Domtendo-Clip im Kopf? Was? Das ist... Da hat Domtendo in einem New Super Mario Bros... New Super Mario Bros. Wii Let's Play gesagt, ich habe einen zu viel getötet. Aber was soll's, töten macht Spaß! Ah! Da haben wir noch Münzen und du bist dran vorbeigelaufen. Was ist? Hinter dir war eine rote Münze, du bist dran vorbeigestellt. Ernsthaft? Ich hab sie gesehen und ich bin dran vorbeigelaufen? Ja. Das stimmt doch gar nicht, die war nicht da. Doch, du hast sie gerade angefangen. Okay, dann geht's weiter jetzt. Sind die alle auf dem Weg eigentlich oder gibt's auch wieder irgendwie... Ja, die sind alle auf dem Weg. Versteckt. Die sind alle eigentlich relativ auf dem Weg. Guck mal, abkürzen. Tatsächlich ist das für eine. Und da Holy shit! Eine Münze hinter dir. Ja, warte, warte, ich bin ein bisschen zu weit gesprungen, da war gar nicht geplant. Oh, lol! Fox ist ein Genius. Twilight wusste das nicht. Tatsächlich kannst du auf die Plattform abkürzen. Also jetzt nicht von diesem Butterblock, sondern von der Plattform, wo die Butter, wo der Blut, ja. Ja, klar. Das war von Twilight so geplant. Nein, geh auf diesen, Block, dann könntest du einen Longjump auf diese Plattform machen. Die Distanz ist nicht so groß. Ich will aber nicht abkürzen, ich möchte das Level ganz normal spielen. Und irgendwann vergisst du die Dings. So. So, und dabei musst du noch diesen schmalen Weg da lang gehen. Alles klar. Ah, ja. Da. Boah, da hinten rastet aber einer richtig aus. Wo? Da!
Der rastet ja richtig aus. Ich möchte einen Block. Nochmal ein One-Up. Also die haben richtig Bock auf One-Ups. One-Up! Fun Fact, die Bob-Oms sind alles 2D-Sprites. Wollte ich nochmal loswerden. Wieso laufe ich in den Rhein? Weil du es kannst. Ja. Das wollte ich hören. Du hast die Begabung dazu. Du warst auserkoren, in diesen Spark reinzulaufen. Ey, aber ich war nicht auserkoren, da drin den Felix Baumgartner zu machen. Gut. Hä? Ich verstehe den Joke nicht. Hä? Der Deutsche, der den höchsten menschlichen Sprung aller Zeiten gemacht hat. 40.000 Kilometer oder so. Ach so, ja, ja. Es gibt sogar Mädchen in unserer Schule, die hatten Nachnamen Baumgartner, aber ich habe sie noch nie gefragt, nach ihr, ob sie die keine Ahnung, mit dem verwandt ist. So, jetzt kannst du eigentlich über die Wippen laufen, aber Achtung, du könntest eine rote Münze verpassen, also Augen auf. Ich denke mal, links bei den Säulen ist eine. Du kannst hell sehen, oder? Siehst, habe ich doch gesagt. Da soll ich ja. Ja. Und auf den Säulen ist dann auch nochmal eine. Du könntest da zwischen den Säulen auch Wandsprünge machen. Nein! Anfänger! Würde ich dir aber nicht empfehlen, weil das ist relativ schwierig. Ja, nur Fox schafft das. Twilight schafft das auch noch nicht mal, Leute. Ich schaff alles. Ach, Digga. Hallo, wieso ist das so knapp bemessen, Twilight? Oh mein Gott! Weil Profi-Runner, Runner vor allem, machen das so, die schaffen es irgendwie noch auf die erste obere Säule, springen von dort aus, nehmen da die rote Münze mit, springen über die Säulen und dann lassen sie sich da runterfallen, sammeln dann die letzte rote Münze ein, laufen dann straight up geradeaus weiter auf diesem kleinsten, schmalsten Pfad, den es gibt, machen dann drei Sprung diesen steilen Hang nach oben, weil Mario kann das. Da würde ich dir empfehlen, einen Longjump rüber machen. Nee, dann prall ich doch gegen die Dings. Nein, machst du nicht. Vertrau mir. Ich soll dir wirklich vertrauen nach den letzten Parts. Vertrau mir, mach es. Do it. Oh, Twilight hat seine. Oh. Ja, da solltest du vielleicht keinen Longjump machen. Ja, du hast doch gesagt, ich darf einen Longjump machen. Ja, aber nur an der Plattform, weil die weiter weg ist. Also, so seriös bist du doch nicht. Gut, okay. Achte rote Münze. Endlich. Ja. Ach so, ich dachte, es gibt einen Bowser-Fight jetzt. Ja, gibt's auch. Auch. Der Röhre. Der Röhre da oben. Ach so, oh. Ja, dann halte ich das lieber den Mund. Das ist nur ein Bonusstern. Ich weiß nicht, als was wird der gewertet? Castle Secret Star oder normaler Star? Weißt du das, Fox? Castle Secret Star. Oh. Und was bedeutet das für mich? Das, ja, das ist der Heimatstern. Ja. Das bedeutet, das ist gut. Ja. Genau. Ja. Wo ist der Stern hin? Also, hinter der Röhre. Wenn ich jetzt in die Röhre reingesprungen wäre, was wäre dann passiert? Dann wäre der Stern weg. Das ist aber doof. Ja, ja. Dass die 8 roten Münzen neu sammeln müssen. So, und jetzt könntest du tatsächlich mal meinen Trick ausprobieren, falls du es halt vercheckst. Also übrigens, du musst ihn gegen die Bomben werfen. Echt jetzt? Ja, du musst ihn gegen Bomben schleudern. Und Bowser sieht in diesem Spiel abgrundtief hässlich aus. Tja, Mario, meine Hände sind das letzte Mal schon wieder kleiner geworden. Die Prinzessin ist nicht hier und wird es auch bald nicht sein. Es wird dir niemals gelingen, mich von hinten zu packen. Ach, Bowser, da haben wir Erfahrung mit. Da müsste schon ein wahrer Held kommen, keine Wurst. Stand das da jetzt wirklich? Nein. Okay, ich habe keine Wurst gelesen. Scheiße. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter... kaputte Rohre. Ich habe deine kaputte Röhre verstanden. Als ich mit mir zu messen. So, ich soll das nächste Mal lieber solche falschen Texte euch vorlesen lassen. Jetzt könntest du es ausprobieren. Bleib mal vor Bowser stehen und grab ihn, also kurz bevor er dich erreicht. Du musst dich schon mit dem Rücken zu ihm stellen. Ja, warte. Oh mein Gott, Twilight, was tust du denn? Ja, dann, wenn er vielleicht nicht Feuer speit. Mit dem Rücken, nicht nach frontal. Ja, Twilight, ja. Keine Ahnung. Ich sag tausendmal mit dem Rücken, er macht's frontal. Du musst auch schon um ihn rumlaufen, damit es funktioniert. Hä? Was laberst du eigentlich? Ich laufe mal um ihn rum, stehe ich mit dem Rücken zu ihm und drücke den verdammten Greifbutton. Jetzt? Ja! Mach! Ich mach alles! Du musst schon sein. Also, ja, du musst um ihn rumrennen und da. Einmal komplett rum. Das dicke Ding. Jo, und jetzt? Do it!
Wow! Und jetzt? Yo, what? Speedrunner approved. Okay, und jetzt muss ich ihn tragen irgendwie. Nein, nicht tragen, nur drehen. Du musst drehen, das wird gehen. Also drücke A und D so schnell du kannst. Ah. Deswegen sagte ich, mit Maus und Tastatur ist das ein grandioser Spaß. Ja, ich versuch's. So, jetzt funktioniert plötzlich da alles. Oh, Bowser Dance. Das ist ein ganz selten zu triggerndes Easter Egg. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bowser diesen Move macht, also was er gerade gemacht hat mit seinen Armen schwingen, nennt man Bowser Dance. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas auftritt, ist gleich 0,0002%. Was? Okay. Glaube ich irgendwie nicht. Ich habe den schon öfter gesehen. Warte mal, ich guck nochmal. Ey, das... Jetzt komm! Und wieder im Bowser Dance. Okay, dann scheint er... Also... Ja, okay. Drehen würde ich dir noch empfehlen. Ja, warte, jetzt habe ich gleich. Warte noch ein bisschen. Ja. Jetzt. Das war der erste letzte Hit für den ersten Bowser. Der zweite Bowser hat auch nur ein Leben. Und der dritte Bowser hat dann drei Leben. Richtig.